Besteht aus Costume and Play. Man kostümiert sich und ist für einen Tag dann eine andere Gestalt oder ein anderer Charakter. Man möchte halt die Charaktere darstellen, die man auch wirklich liebt. Also diesen Charakter, den ich gerade darstelle, den liebe ich wirklich über alles. Ich spiele sie wirklich sehr gerne und das ist im Grunde auch Ziel. Heute bin ich die Wetterfee Jenna. Also ich bin selber auch eine Reporterin. Das ist ursprünglich ein Charakter aus League of Legends. Es ist ein Outfit von ihr. Und normalerweise ist sie so eine Windgöttin. Riot hat dann halt sowas spaßhalber entwickelt, dass sie auch so eine Reporterin ist und halt Wetternachrichten vorhersagt. Alles fing 2008 an. Ich hatte Cosplayer auf der Straße gesehen und sprach sie dann an, was das überhaupt ist. Die hatten mir dann damals erklärt, was das ist. Hab dann daraufhin im Internet recherchiert. Es gibt in Deutschland eine Internetseite, die heißt Animax. Und dort habe ich mich dann angemeldet und dann nähere Informationen über auch Conventions, also Treffen, innerhalb von Deutschland gefunden und ja, bin dann halt auch dahin gegangen und fand das total toll.